Energy Downtown. Welcome on board. Promis im 360 Grad Blickwinkel. Welcome aboard mit der First Lady, unserem Energy Fashion Night Juwel 2016, Luisa Lemmel. Grüezi wohl. Grüezi wohl. Mit der Second Lady. Mit der Second Lady, das ist gut, ja. Und dem Herr Beutel, grüezi wohl. Sali, Sascha, sali zusammen. So, man muss vielleicht schnell vorausschicken, ihr zwei kennt euch schon länger, ihr habt schon zusammen gewohnt, zusammen gelebt. Ja, sind ihr auch schon intim geworden? Ja, intim. Jetzt musst du nicht gleich anfangen mit dem Besten. Das Beste kommt zum Schluss. Also gut, erzähl du. Das kann ich doch. Spannend machen. Ja, immer spannend machen. Das musst du immer Dramaturgie aufbauen, oder? Genau. Also, dir wird sicher nie langweilig, was Schönheit bedingt. Also, du lernst, dass man mit Olivenöl die Haare schöner bekommt. Okay, das ist richtig. Kokosnussöl. Du sagst Kokosnussöl, genau. Und ja, sonst noch viel interessant. In dem Porridge hast du vorhin erzählt, was du heute Morgen gegessen hast. Genau, die hat nichts gegessen. Du hast nur zwei Brotscheiben gegessen, habe ich gehört. Meine Hütte hat die ganze gestunken. So von was? Ja, von seinem Fraß. Der ist jede Woche ist der mit irgendwelchen neuen Ideen gekommen, was jetzt im Moment völlig der Hype ist, wo man noch mehr rausholen kann für die Schönheit für den Body. Und ist so wirklich, jede Woche ist es interessant, etwas Neues zu erleben. Ich merke schon, sie kennen sich da mehr aus. Ein Experte. Ich gar nicht. Ich durfte viel lernen vom Rafa. Ja. Aber ich meine, es hat ja genützt. Komm, zeig mal schnell einfach für die Frauen. Genützt eigentlich. Ach, komm jetzt. Ich komme jetzt Rafa, tut nicht so. Ich kann auch noch eine Body-Challenge machen, ihr zwei. Ja, genau. Ja, wir reiben einander dem, mit Öl. Ich sage dem heute auch das Beauty-Boot und ich. Ich liege dann nach dem Mann neben mir. Ich schaue so, wer ist das? Bist das du gewesen? Der hat so kein Bachelor und nichts gegeben. Ich weiss bis heute nicht, was in dieser Nacht gelaufen ist. Das weiss auch nicht. Ich weiss nicht mehr, ich weiss nur, dass ich aufgewacht bin. Neben mir ist eine Frau gelegen. Ja, und nebendran ist der Reto gelegen. Was erzählst du jetzt da? Ja, so war das, oder? Ehrlich? Ja. Also ich so kann mich nur an dich erinnern. Auch, Luisa, dass du mal aufwachst mit irgendwie in einem Apartment in L.A. Ich weiß nicht, ich erzähle es einfach nicht da. Aber der Druck ist ja immens. Also ich sage es jetzt mal so, ich kenne das nur am Rand. Wie man sieht, bin ich nicht sehr modisch unterwegs. Aber es hat ja einen Grund, dass ich beim Radio arbeite. Ist nicht schlecht. Nein, ich sehe das immer bei der Energy Fashion Night. Oder? Es sind ja immer alle eifersüchtig, du kennst es selber, oder? Also meine Kollegen kommen und finden, hey, hure geil, wärst du irgendwie 200 Models dort Backstage schon laufen und sagen, hey, das ist so eine hure Hektik. Das hat nichts mit irgendwie Ästhetik oder Schönes zu tun. Sobald du auf dem Laufsteig stehst, peak fein alles. Präsentiert, ja, genau. Aber hinten durch ein hure Gewühl und ein Stress und weiss ich nicht was. Willst du das eigentlich noch in Erinnerung? Jetzt vor allem jetzt in Verbindung zu der Energy Fashion Night? Ja, also ich bin ja vor letztes Jahr bin ich ja schon dabei gewesen. Und das Jahr, durch das, dass ich jetzt das Gesicht gewesen bin, ist wirklich noch mal mehr Stress, doppelt so viel Stress, weil dort musst du noch anführen sind, weil dort müssen sie noch Aufnahmen machen. Und dann zwischen den Auftritten auch noch, und dann musst du raus, und dann ist einfach, musst du alles abstellen, was du irgendwie hinten noch im Kopf hast. Und dann ist wirklich, gilt es nur, vorlaufen, gut aussehen. Wirklich Kopf ausschalten und dann kommst du wieder zurück, geht die Hektik weiter, umziehen, zack, zack, Make-up neu, Haare neu. Was hast denn du für Gagen, jetzt wo du den Bachelor gemacht hast und das ja, Ganze? Ja, nichts. Was kostest nicht. Du, wenn ich dich jetzt buche zahlen, daheim? Ich muss zahlen, dass sie mich buchen. Ich zahle, dass mir zum Beispiel, wenn du mich willst, dann sag ich, okay, ich gebe mir viel Watch, oder? Dann buch dich nur noch. Also komm, machen wir ein Fallbeispiel. Kannst du einen Preis sagen und sie einen Preis? Also Fallbeispiel, Föteli für energy.ch. Wir machen eine neue Suppi-Duppi Tüchli Energy-Linie, wo man dann dementsprechend nur das Tüchli rundherum hat. Also ob du darunter noch etwas hast oder nicht, ist mir dann eigentlich gleich. Ich hoffe, du hast dann noch etwas an. Bei der Luisa sieht das etwas anders aus. Dann. Aber so, also nehmen wir jetzt mal an. Fotoshooting für online mit diesen Tüchli. Was kostet? Also man kann es so sagen, der Tag für das Fotoshooting muss honoriert werden, oder? Das kann sein 1200, das kann sein 2500, je nachdem, was du für eine Gage hast. Also bei den Energy-Preisen 1200. Ja, und dann ein Jahr, zwei Jahre recht, vielleicht noch ist ganz Europa dabei, das zählt für 7 Länder. Sagt man, ganz Europa. Das heisst, du musst die ganze Gage mal 7 rechnen. Und das mal anzahlen, ja. Und dann hast du dann ich will es nur in der Schweiz. Nur in der Schweiz eben. Dann hast du irgendwie 2,5. Vielleicht kommst du noch die Hälfte dazu. Sagen wir 1250. Dann hast du dann 3750 inklusive die Rechte, die du abgibst. Gut. 3750. Wie ist das bei dir? Du darfst oben noch etwas anhaben. So, das ist okay. Ich wäre jetzt nicht so hoch rauf. Also es ist ein Tag Shooting. Ich hätte einfach gedacht, die Spesen und so sind noch dabei. Ja, gut, Spesen, weißt du, ist ja
ja, kein Verdienst. Die hast ja Auslagen, also musst du irgendwie die Spesen wieder reinholen. Ja, ja, klar. 1500. Gut, 1500 Reto. Also ich würde das Buch für Clubs für 3 bis 4000 Stutz. Ich weiß nicht, was ihr falsch macht. Nein, ich würde bezahlen. Ich habe das Glas Gin. Also er hat im Ausgang gratis, ja, mehr Geld über wie ihr zwei. Ich weiß nicht, was jetzt du falsch machst, Raffa, aber wenn ich bucht wird oder so. Ich mache gar nicht falsch. Ich muss sie richtig. Und du ziehst ihn aus. Ich muss mit dem Ausziehen einen Schnaps in der Hand. Gut, aber du machst das freiwillig. Du ziehst ihn freiwillig, oder? Aus. So. Später daheim, meinst du? Oder im Club, wenn du offen bist. Ja, genau. Hast du das jemals gesehen? Schon manchmal. Also gut. Du hast ja Bootsprüfung, Theorie. Genau. Hast du gesagt. Du hast nicht einmal den Autoausweis. Und ich sollte das mal. Ich habe das noch nie gemacht. Du hast es noch nie gemacht. Nein. Hast du jetzt den Autoausweis? Yes. Wir machen eine kleine Challenge. Du bist ja jahrelang dran gewesen. Ja. Yes. Wer macht das Mann-über-Bord-Manöver am feinsten? Ich mache es. Ja, du hast mal Theorie, aber Praxis hast du noch nicht. So. Nein, du hast schon überschießen. Da, yeah. Check. Komm. Mal da, willst du es zuerst? Also. Check. Check. So. Gut. So wie richtig. Völlig aus dem Nichts. Und jetzt? Mann über Bord! Nein! Oi, der Jack! Komm! Oh! 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 Ja, also. Jetzt bist du übergefahren, Scheiße! Der wäre überfahren, ja, aber. Also sagen wir es so: Wasserleiche gerettet. Ja, Kopf ab. Leider. Okay. Nicht mehr lebend. Mann, ja, über Bord! Oh, oh, oh! Ey, nichts gehört, Luisa, sag's noch eins. Mann über Bord! Ah! Mann über Bord! Also, haben so gehört? Oh, Achtung, Achtung! Reto! Ach, Scheiße! Reto, das kommt nicht gut. Warum nicht? Jetzt, wenn du rückwärts kommst, ja, musst du aber gegensteuern. Ja! Ich sag, er fährt auch nicht. Ja! Sali! So, ich nehme ihn schon! Wir kommen jetzt! Es geht nein, auf die Seite! Reto, aber auf die andere Seite! Ja, das muss ich mir sagen! Nein, du musst zu ihm schwimmen! Ja, das heißt, es ist hart. Rückwärts! Du sagst jetzt dann gerade dein Mikrofon noch. Ein bisschen Rückschub, gegensteuern, 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 gegen. Andere Seite. Nicht schlecht. Ein bisschen Rückschub, gut. Gegensteuern, vorwärts. Noch ein bisschen vorwärts. Ja. Gegensteuern, du musst gegensteuern, das ist überforschen. Ja. So. Ja, ist aber nicht so schlecht. Hey. Ah! Hey, Sascha. Dann verpasst. Nein. Sehr viel, sie wissen. Komm, holen, holen. Jawohl. Der Beutel rettet jetzt so wieder, hä? Jack, erfolgreich gerettet, auch hier. Nach 20 Minuten, perfekt. Ja. Aber siehst, das heisst, ich muss sie noch machen. Ja, die Bootsprüfung steht noch aus. So. Und jetzt der, was eigentlich sollte können. Ja, genau. Nee, ich habe nur Theorie. Ja, aber du hast immerhin Theorie. Also, uno momento. So. Das ist gut. Antreten, lass mich heute ein bisschen fahren. Zuerst. Ja, super, das habe ich die Chance nicht gehabt. Aufdrücken. Du fährst jetzt noch ein bisschen. Wieder vor ja, ich weiss es. So, Reto. Das ist ja wieder ein kalter Haufen hier. Willst du noch ein bisschen mehr Luft hier tun, den Arm? Der trinkt er so schon. Reto, mach mal, schieß das Zeug über. Ja, jetzt hast du dich ein bisschen um den Arm fahren. Hallo. Komm, ja, komm. Mann über Bord. Mann über Bord. Mann über Bord. Ja, ich merke, du machst. Das wäre jetzt geil gewesen. Ja. Minus 3 Mikrofonempfänger. So. Also rückwärts anfahren würde ich nicht machen. Ist nicht gut, Mensch. Ja, mehr so wegen Schrauben und Floating und so. Ah, okay, gut. Jetzt hast du alles gelernt, jetzt kommt zu Scheißdreck. Boah, verdammt. Hey, kannst du ein bisschen angenehm fahren? Ist das möglich? Du bist schon. Ja, unverkarrt. Nein. Da kommt der Gang raus. Nehmen. Ja, aber während der Fahrt. Ja, also gerettet schon. Ja, gerettet schon, aber wie aber willst du davon ausgehen, wenn jetzt hier ein Mensch mit, sagen wir jetzt mal 60 Kilo drin ist, während der Fahrt Luisa mit der linken Hand schnell. Du musst ja anhalten. Luisa, die hat Kraft. Luisa, die Powerfrau. Hey, danke dir mal. Wo wollen wir her? Gehen wir auf Kusnacht? Ja. Jetzt eher Rosen oder so. Ja. Ja, genau. Also, ihr habt es gesehen. Gibt es noch irgendetwas, das wir der Welt mitteilen von euch? Reto, was steht bei dir an, jetzt abgesehen von der Schönheitschirurgie noch? Ja, meine Events setzen. Ja. Das Oktoberfest und Halloween, die wird wieder kommen. Und das ist nur für die mehr Besseren? Oder könnt das stimmt eben nicht. Das stimmt nicht. Es geht wirklich darum, dass du dich registrierst und den Aufwand ein bisschen auf dich nimmst, dass man selektieren kann. Es hat aber nichts damit zu tun, dass nur so Raffas, so Vögel auftauchen. Das stopp. Es ist natürlich auch für jeden andere. Das kennst du selber aus. Du bist auch schon mal in einem Event gewesen. Rechts, und weißt, dass das nicht nur mit
Christa Rigozzi und so, aber die gehören dazu, es auch Freunde sind, aber... Aber ich gehe mal schwer davon aus, dass Luisa nach heute eine Einladung bekommt. Selbstverständlich. So eine schöne Dame, die muss das mal erleben. Das ist ein Event, das man muss, glaube ich, erlebt haben. Zu Recht unser Energy Fashion Night Juwel 2016. Was steht bei dir noch an? Ich bin jetzt gerade zurück von L.A. Was kommt noch? Ja, ich habe jetzt noch ein paar Sachen zu Zürich hier, in der Schweiz. Nein, ich habe nur hier irgendetwas zu sehen. Das nächste Ziel ist halt schon, dann ins Ausland zu gehen. 2000. Aber es ist noch nicht fix. Also ist es jetzt so, dass du sagen, kaufe übermorgen das und das Heftchen, dann bin ich dort... Nein. Also Vogue, nein. Nein, noch nicht. Nein. Ja, freuen wir uns trotzdem, was noch alles von dir will kommen. Rafa, abgesehen von Zürich auf Sempach zügeln, was kommt noch? Tirol mit der Mimi, oder? Natürlich unhure viel, muss ich sagen. Aber im Mischle. Und wenn es so weit ist, dann gehört es dir. Ja, was ist mit der Mimi jetzt? Das wollte ich jetzt. Letztes Mal wieder gelesen, eventuell nächstes Jahr oder wir haben noch Zeit. Wegen dem Heiraten? Ja, das. Ja, letztes Mal hat sie mir gesagt. Braucht immer ein bisschen mehr Zeit. Und du weißt, beide, Mimi und ich, tanzen momentan auf so vielen Hochzeiten. Ist okay. Dass wir selber keine Zeit haben, uns irgendwie zu planen. Darum nächstes Jahr oder so. Mal schauen. Kommt Zeit, kommt Rat. Also gut, und der Manilio spielt ja auf ihrer Hochzeit, haben wir erfahren beim letzten Welcome Award. Nein, nicht der. Doch, doch. Jetzt haben wir Mimi und ich das schon organisiert. Du hast ja schon erst oder? Wieso? Du hast das Gefühl, bei der Hochzeit könntest du mitreden, oder was? Ich glaube, da ist Mimi schon draussen an. Da bin ich gar nicht gemolden. So wie kommt es noch. So ein Scheissdreck. So ist es. Raphael Beutel, Reto Hanselmann und the lovely Luisa Lemmel. Danke vielmals, dass ihr da gewesen seid. Danke, Wanner. Nächste Runde dann heute in einer Woche. Schönen Tag noch. Energy Downtown. Welcome on board. Promis im 360-Grad-Blickwinkel.